befunden? Sie befinden sich derzeit im abgetrennten Absprungbereich der Herde. Doch wo sie herkommt, hat nichts zu bedeuten, wo sie ankommt, das zählt. Wo sie jetzt landen werden, das bestimmen wir. Sie können sich nicht mehr verirren. Der Zaun lenkt und leitet sie. Vor diesem Amt haben sich manche schon 5-mal angestellt. Einmal war es schon soweit. Dann mussten sie wieder den Zweifelsweg beschreiben, ob sie am nächsten Tag drankommen werden. Ziehen Sie eine Nummer. Sie wird nicht gewinnen. Hier fahren Menschen nach Germany, wo die Ämter und Computerprogramme noch funktionieren. Allerdings nur bis 17 Uhr. Wie lange soll ich denn noch diese blöde Ordnung halten? Und wofür? Wofür sollten wir das tun? Wenn hier eh alles von Bürgern, denen das Herz in der Brust wütet und tobt, wenn das eh alles verbrannt wird. Jetzt schon ein Fazit ziehen? Vorher? Ist das nicht früh? Verkündet, ohne zu fragen. Die Leute verpissen! Alles Terroristen! Dass das unkontrolliert alle herein dürfen, das verstehen wir nicht. Wir dürfen so lange nicht hinaus. Ich verstehe ja, dass Sie sich vor mir fürchten. Aber nicht jeder Flüchtling ist ein Terrorist. Allerdings ist jeder Terrorist einmal ein Flüchtling. Ich frage mich, woher kommen die alle? Bitte! Da hätte er ja auch zu Hause bleiben können. Aber dort ist wahrscheinlich die Terrorkonkurrenz zu groß. Dort kann er sich nicht profilieren. Doch er wurde ausdrücklich eingeladen. Nein, nicht von diesem Bus. Von einer weißen Frau, die Werte setzt wie Grenzsteine. Eingeladen wurde er, dieser Gott. Doch eine Einladung hatte der nicht nötig. Ohne diese Herde, die jeden Mist mitmacht, der durch die Rohrstöpsel gejagt wird, hätte er nicht bekommen, was er wollte. Gott. Das ist die Entscheidung für einen Gott, der mächtiger ist als alle anderen Götter. Wenn er das ist, warum für ihn kämpfen? Ja. Der schafft das auch allein. Die Welt hat uns fallen gelassen. Und da kommen andere und wollen uns mit sich nehmen, in die Luft sprengen. Davon werden wir nicht besser. Das kann ich Ihnen flüstern. Wir haben gehört, die fallen über uns her. Die lügen doch. Nehmen Sie nicht zu viel Freizügigkeit. Man wird Sie auch uns bald beschränken. Nicht nur Ihnen. Angstvoll wird Europa etwas bemerken, es aber nicht verstehen. Es wird immer zurückblicken nach der Küste. Ach, Europa. Deine Küste wird dein neuralgischer Punkt sein. Von dort her brechen sie ein. Ich bin etwas im Zweifel. Denn Europa will weder die Sachen noch die Menschen auf sich haben, die nicht zu ihnen gehören und immer schon gehört haben. Die ersten wollen sogar schon wieder weg von ihm. Denen ihnen gefällt die schon die Rechnung nicht. Die schweigen das Ergebnis. Wir brauchen niemanden. Wir sind schon jemand. Wir schicken sie alle weiter ins Irrenhaus Europa.